Hallo und herzlich willkommen. Ich habe das Mikrofon, glaube ich, ein bisschen zu weit von meinem Mund weggeschoben. So leise muss es ja jetzt auch nicht sein. Vor allem lauter Stellen ist hinterher schwieriger als leise Stellen, habe ich festgestellt in zahlreichen anderen Videos. Aber das ist ja jetzt, macht der, tut jetzt zur Sache. Aufnahme läuft korrekt, das ist gut. Und wir machen erneut eine Konferenz. Sanitation trucks there now, so don't you bother. Ach so, ja, stimmt. Warte, ich mach mal Folgendes. Ich gehe mal zu Franklin und fahre dann direkt mit Franklins Auto. Und nutze das dann eben als Fluchtfahrzeug und hol dann mit Franklin eben die restlichen Sachen, die wir für den Überfall brauchen und... Ja, dann spielen wir irgendwann nochmal mit Michael wieder. Das ist ein Problem immer, so auszubalancieren, mit wem man viel und mit wem man weniger spielt. Naja. Fake MacBook. Andererseits, bravo, kein Apple-Produkt gekauft. Super. Was heißt Birne auf Englisch? I have no clue, you know. Leute, wir müssen noch ein Fluchtfahrzeug bereitstellen. Findet eins, bringt es an ein abgelegenes Örtchen. Dann ruft die anderen an und sagt Bescheid, wo es steht. Genau. Ich habe mich schon gewundert, was das, warum mein Auto gerade nicht stand, aber... Was? Ach. Okay. Ungeeignet, ja klasse. Ich würde sagen, dann suchen wir uns einfach das baugleiche Modell. Oh! Guck mal, ich bin rückwärts schneller als der vor uns. Oder sagen wir fast schneller. Oder genauso schnell, was soll's. Für den Rückwärtsgang trotzdem ganz ordentlich. Ach, Wendekreis viel zu groß. So eine Schrottkarre. So, ich will den da. Ich habe mich jetzt auf diesen Sportwagen eingeschossen. Nein. That's it! Walk away, like you always do! Hey, you! Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. Alright, man, I gotta find some wheels first, dog. Okay, I'll wait here and take a good long look at my life, strewn all over the front yard. Thanks, man. Just let me grab my favorite iron. She's not getting that. What a mess. A really great wardrobe out for all to see. Whatever. I can't deal with it right now. Den können wir jetzt mit Franklin nicht zu diesem Kult bringen, oder? The golf club in Richmond. At least I know I'll be welcome there. You just gonna leave your shit all over the driveway? Yeah, so, I'm not giving her the satisfaction of cleaning that up. I'll go to the club, get a few drinks in me. Hope either her meds have kicked in or the gin is worn off by the time I get back. I appreciate you doing this, by the way. I know it's kind of a weird one. What's your name? Franklin, man. Good to meet you. I'm Castro. Okay, what is that? Italian? Spanish? Pure wasp, I'm afraid. My sister's called Muffy, so I think I got off lightly. So what was that all about? Ah, just the usual psycho female stuff. She thinks I've got another woman on the side. And do you? That's not the point. She doesn't know that I have one. If you just drop me off at the entrance here, that'd be great. That's not the point. She doesn't know that I have one. Okay, guy to guy now. I have a very strict code. Only on out-of-town trips, no real names, a dead trail. That's a gentleman's way, right? Maybe in the last century it was. Yeah. I'm good like that. I don't want to embarrass her. Then she goes and literally airs our dirty laundry in front of all the neighbors. I mean, show some class. So let me get this straight, dog. You're pissed because she's accusing you of cheating when she doesn't know you've cheated, even though your ass have actually cheated.
Exactly. It's a lack of trust. She'd be accusing me of it even if I hadn't. I've never done anything at that golf club except play golf. And that's the God-honest truth, which is more than I could say about her spin class instructor. In fact, I wonder if her fat ass is admissible as evidence in court. Because if she's doing that much spinning, it should be like a bowling ball by now. Anyway, sorry. You don't need to hear this. Yeah, man. Whatever. I think I got the general idea. You find what people are crazy. Ach, kein Bock dazu zu hören. Buy you happiness. It just buys you a lot of therapy to talk about why you're not happy. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Cool, $80 verdient. Hätten wir eigentlich mit Trevor machen müssen, der ist ja total arm. Naja. Können wir den Golfclub eigentlich kaufen? Nein! Ah. So steigt man in Los Santos aus. Und so einen Wagen müssen wir... Ist das nicht dasselbe? Nein. So einen Wagen müssen wir aber später noch klauen. Den habe ich jetzt dann gerade... Ach so, $150 Millionen. Ach, ist doch gar nichts. Ich komme in 2 Stunden wieder, dann kaufe ich den Laden eben. Ach, warte, guck mal, da oben steht der Sportwagen sogar noch. Was für ein Zufall. Weil das Auto ja uns gehört, können wir das kurz mal hier stehen lassen. Das kriegen wir sowieso wieder. Hallo, Sir. Eignet sich dieses Fahrzeug denn als Fluchtwagen? Es hat nämlich keine 4 Türen. Okay. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Werde Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Ja, wo ist denn so ein abgelegener Ort? Wird er hier markiert oder was? Ich fahr mal hier hin. Sieht aus wie eine Seitenstraße, da kann ich das dann gut platzieren. Lässt sich aber sehr gut, oh. Naja, mehr oder weniger gut fahren. Kommt drauf an, wie viel Verkehr herrscht. Ja. So parkt man. Und gleich nochmal, die andere Leuchte muss ja auch noch dran glauben. So. Ist das hier ein abgelegener Ort? Okay. Michael anrufen. Hey, I got a ride for our getaway, homie. Well done. Where's it stored? Rockford Hills. Ah, danke für diese exakte Adressangabe. Zum Glück habe ich ja den Zugriff auf Trevors, auf Franklins Gedächtnis als Michael und kann daher genau nachvollziehen, welche Adresse er meint. Naja. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurückrennen und unser Auto holen. Oder aber wir wechseln zu Michael. Und wenn wir dann wieder zurück zu Franklin gehen, dann kriegen wir unser Auto wieder. Aber dann können wir jetzt auch erstmal mit Michael weitermachen. Der hat ja noch gar nichts getan und alles Trevor erledigen lassen. Ich glaube, das würde Trevor nur wütend machen. Wobei, wenn er es freiwillig macht, naja. Couldn't bring myself to do it. Was? Was hast du nicht übers Herz gebracht? Hey Girl. Hey, good looking. Boah. Jetzt muss ich mich entscheiden. Das ist eine Kokette, die gab es ja auch schon in GTA 4. Das ist ein. Was? Was steht da? Grotti? Grotti. Grotti, muss ich sagen, hört sich viel besser an. Eigentlich bevorzuge ich das Auto nur, weil es rot ist, aber egal. So, noch ein bisschen Alarmanlage laufen lassen. Kümmert hier offenbar, hier sowieso keinen, ist das hier unser persönliches Auto? Ich bevorzuge das, in dem wir gerade sitzen.
So. Guck mal, da sind wir doch direkt in der Nähe von dem nächsten Teil, das wir machen können für diese Mission, was auch immer das ist. Hört sich auf jeden Fall gut sportlich an, dieses Fahrzeug. Und baut auch schön sportliche Unfälle, wenn ich das mal sagen darf. Das ist ja eine eingebaute Funktion, da gibt es so einen Unfallknopf, wenn du den drückst, dann fährt das Auto gegen alles, was es sieht. Mit so eingebauten Kameras und so. Hallo, Sir. Genau. Ja gut, mehr oder weniger, ne? Kauf 3 Masken. Ach so, ja. Maskenladen, das gibt es ja auch im Multiplayer. Wenn man da Läden überfällt, kann man vorher Masken kaufen. Wobei ich sagen muss, dass ich keine Ahnung habe, ob das was bringt. Vor allem, warum gibt es Maskenläden? Als ob die Besitzer dieser Maskenläden nicht wussten, dass eigentlich nur Verbrecher kommen, um die Masken zu kaufen. Naja. Hm? Ja. Das sieht gut aus. Warte, nehmen wir das hier. Ich mag das. So. Eine Maske für Franklin. Hi, Mom. Und für Trevor. Warte, für Trevor. Was passt am besten bei Trevor? Was passt bei Trevor? Das wäre zu gemein, oder? Okay, Trevors Maske. Gut. Bestanden. Vor allem, warum Klischee? Hä? Ich hab doch Klischee. Was für Klischee? Ihr habt echt Probleme. Was meinen die denn mit Klischee? Könnte ich mal eine genauere Erklärung bekommen, was ich dafür machen muss? Naja. Egal. Wahrscheinlich für Trevor dieses... Egal, was soll's. I got some masks. We're all gonna look real pretty. Ich hätte wahrscheinlich für Trevor eine Schweinemaske kaufen müssen oder eine Affenmaske. Für Franklin. Ach, keine Ahnung, was meinen die denn mit. Was meinen die denn damit? Ich verstehe es nicht. Aber egal, komm, das haben wir jetzt auch erledigt. Jetzt kümmere ich mich auch nicht mehr darum. Jetzt kaufen wir erstmal hier ein bisschen. Ammunition mit Schießstand. Ordentlich Waffen. Also wenn da jetzt keine Waffen gekauft werden, gleich, dann frage ich mich, was sie im Ammunition noch so anbieten. Vielleicht eine Packung Schokoriegel. Für die ganz Hungrigen unter uns. So. Stadtverkehr mit so einem Sportwagen fahren ist übrigens nichts Schönes. Andererseits ist hier jetzt gerade Strecke. Kann man dann auch ordentlich mal mit Fullspeed durchheizen. Und solange man keine Unfälle dabei baut. Und ordentlich einparkt. Ist alles in Ordnung. Das Parken funktioniert erstaunlich gut. Drei Overalls, okay. Die bieten wirklich etwas anderes an. Cool. Naja. Ein Overall für Michael. So. Ich habe jetzt einfach die drei untereinanderfolgenden genommen. Ich möchte nämlich niemanden bevor- oder benachteiligen. By the way. Vor allem mit einem Schluck so eine Dose austrinken. Der muss echt Durst haben, der Mann. Ich glaube, wir sollten sowas öfter kaufen. Ich habe nämlich gerade auch eine Dose Cola stehen und irgendwie habe ich gerade Bock, das auch dem Michael mal zu gönnen. Hier fahren gerade so viele Sportwagen rum. Warum? Naja. Ah, jetzt können wir eigentlich eine Mission machen, ne? Okay. You ready to do this? Yep, we got everything we need. Okay, so move already.
When you get the stuff, bring it to Devin Weston. You met him at our internal rendition site. He's a major player in the investment world, so treat him with respect. I'll show him as much respect as a friend of yours deserves. Demnach dürfte das kein Respekt sein. Aber das wäre ja zu unfreundlich. Wir sind der Menschenkenner. Wir werden das schon schaukeln. Zuerst müssen wir ja irgendwie was klauen. So. Nein. Oh, nein. Warum? Nein. Nein. Ich habe den Zorn einer Straßengang auf mich gezogen. Leck mich doch. Ich war das nicht. Das war mein Auto. Was für ein Scheiß. Ach, leckt mich doch. Was war das denn jetzt? Hey, da baut einer einen Unfall direkt vor unserer Haustür. Am besten wir schießen mal auf ihn, als ob er nicht schon genug Probleme hätte mit seinem kaputten Auto. Aber das kriege ich hin. Ich habe es schon mal geschafft, mit dem defekten Auto, mit einem Auto, was noch defekter war als dieses hier, in eine Werkstatt zu fahren. Oh, tschüss Reifen. Oh, abbiegen. Guck mal. Geschmeidig. Schaffen wir doch. Hat doch irgendwie was, oder? Ja, natürlich. Hey, what's cracking? Where T at? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. All right. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Go, go. Guck mal, die freuen sich doch, diese Maske zu tragen. Geht's denn besser? Und ich finde, ich habe sogar noch die schönste von allen. Naja. Tschüss, Sportwagen. Aber du warst eh defekt. Ich werde dich nicht vermissen. Ich meine, wenn nicht mal das teuerste Porsche-Modell heutzutage 10 Unfällen in 5 Minuten standhält, dann ist das ja auch, also Qualität ist ja was anderes, würde ich sagen. So. Straße blockieren, habe ich gehört. Kriegen wir hin. Am besten noch driften mit dem Wagen hier. Alright, T, I'm in position. What's the ETA? Where are they? I got a visual on the target. Should be with you any moment. Michael, you better get on your way. Get the truck in position. Block Warum, both lanes of traffic. Ich dachte, ich wäre schon in Position. Just stop in the road and see.
All right, I pulled up. Get ready, Frank. Did Public Works change their schedule? Und? Hey, man, I got these motherfuckers! Gas geben! So. F, get away from the door. Everyone out, let's go. On the ground now. My fucking ears. I'm fucking deaf. You complete prick. Clean out the van. I got the guards. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on. Good to go. You hear all them sirens, dog? They got a panic button, all right. Whole lot of cops on the way. Hep, getting covered by those barriers. I'm going up here. Shit, we ain't gonna clear the area. All right, we hold the cops, make a play when we see a window. Hey, man, okay. We're sitting ducks right here. Hey, the news team gonna be on top of us, dog. Back left. Yeah. Hold your nerve. We put these guys down, we can clear the area. I dropped that fucking cop. Wo sind die denn? Ich weiß jetzt nicht. Boah, ich bin total verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, auf wen ich schießen soll und wohin nicht. Und ich hätte für Franklin eine bessere Waffe kaufen sollen. Das kommt mir so schlecht vor, was der hier hat. Im Gegensatz zu dem MG von Michael. Hä? Wo ziehst du denn hin? Spacko. Ah. Ich weiß nicht, ob wir die Mission verlieren können, wenn ich zu lange nicht zu Michael jetzt gewechselt hätte. Aber ich will es auch nicht ausprobieren. Oh. Cool. Ach, deck mich. Oh, wo sind Sniper? Ach, da. So, mein Gott, ist das viel auf einmal. Vor allem, warum geben die nicht auf? Offenbar.
Oh. Geschafft? Oder noch mehr? Oh. Ja, so geht's auch. Alles klar. Dass wir das überlebt haben. Das hat mich jetzt gerade so verwirrt, alles auf einmal, also das mit dem Charakterwechsel während Schießereien ist manchmal vielleicht keine so geile Idee. Höchstens für hart Multitasking-Fähige. Warum haben wir nur einen Stern? Ich meine, wir haben ja gerade nur zig Polizisten umgebracht. Da kann es auch mal vorkommen, dass man einen Polizeistern bekommt. Einen. Aber wehe, du rammst ein Polizeiauto, dann geht's direkt mit 5 Sternen los. In die Militärbasis reingehen, ohne irgendein Verbrechen begangen zu haben, ist natürlich auch schon mal 4 Sterne wert. Naja. Das Gute ist wenigstens, dass wir Müllwagen fahren und die fahren, glaube ich, um diese Uhrzeit. Ja, doch relativ häufig hier durch die Gegend. Dürfte also schlecht erkannt werden. Außer die gucken ins Führerhäuschen und sehen da einen maskierten, Overall-tragenden, waffenbesitzenden Franklin. Dann könnte das schon ein Grund sein, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Aber wer weiß. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wir sollten uns eigentlich nur normal verhalten. Müllwagen bringen ja öfter mal Leute um und fahren Verkehrsschilder über den Haufen, habe ich gehört. Und spielen Geisterfahrer. Müllwagen überhaupt auf die Autobahn? Ist das erlaubt? Offenbar schon. Wenn man mal aufs Navi guckt unten links, dann das fällt schon auf. Die Entwickler müssen wohl ein wirklich echtes Navi-Programm entwickelt haben für dieses Spiel. Cool. Bestimmt bei TomTom geklaut. Also ich würde mir nicht die Mühe machen und sowas entwickeln. Scheiße, falsch abgebogen. Kann aber auch wirklich zu schnell passieren. Mit einem Müllwagen, der mit 30 km/h über die Autobahn fährt. Eine neue Hupe sollte der auch mal fast passt bekommen, das ist doch viel zu standardmäßig. Ich brauche ein. Ja, so eine Hupe ist am besten. Für einen Müllwagen. Danke, Sir. Ach, Fluchtwagen, genau. Ach, ich habe hier noch Haftbomben. Ich wollte schon sagen, zerstöre die Müllwagen. So. Passanten in der Nähe? Nein, doch, da vorne ein paar, aber die sehen das bestimmt nicht. Nein, es fällt nicht auf, oder? Nein, 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 falsches Auto, falsches Auto. Geschafft. Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Ich wollte schon sagen, jetzt wechseln wir mal hoffentlich zu Michael. Ich will diese interessante Konversation, die uns bevorsteht, natürlich mitverfolgen. Wir sind ja Profis. Im Zuschauen.
fahre gerade übrigens einhändig. Ich habe mal einen Schluck Cola getrunken. Ich habe mir mal so ein 10er-Set Cola-Dosen gekauft. Die gibt es jetzt irgendwie bei Real oder so. Auch woanders wahrscheinlich. Keine Schleichwerbung für Real, aber da habe ich die halt eben gesehen und gekauft. So ein 10er, so ein Karton mit 10 Dosen drin, kannst du dir in den Kühlschrank stellen und dann immer eine rausnehmen. Ist eigentlich echt praktisch. Hallo? Ich habe ein Paket für Devin Weston. Paket für Mr. Weston? Komm. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom, so long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Ja. Hat sich doch gelohnt, diese Mission. Und wie viel Geld haben wir jetzt bekommen? Blitzschnell, ja danke. Trophäe interessiert mich jetzt gar nicht. Ich brauche Geld. Vor allem Trevor braucht Geld. Offenbar haben wir kein Geld bekommen. Das ist jetzt super. Das freut mich so sehr, dass ich am besten jetzt von euch verlange eine Bewertung. Dass ihr eine Bewertung abgebt. Mhm. Wo sind wir denn hier? Was ist das denn für ein komischer Ort? Das müssen wir alles noch erkunden hier. Das sind ja alles Gegenden, die wir noch nie befahren sind. Da gibt's noch eine Menge zu sehen. Hm? Eine erhebliche Menge. Aber nicht mehr heute, sondern... Naja, wahrscheinlich auch nicht morgen. Warum kann ich da Yoga machen? Super. Klasse. Freut mich. Aber auch das nächste Mal. Tschüss. Ganz trocken und einfach. Tschüss.